Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary auf meinem Kanal. Ja, heute sehen wir eine M4A1 Nuke. Ja, und es war eine, sagen wir mal, etwas unkonventionelle Nuke, denn dieses Mal habe ich den Chopper rausgehauen und der wurde direkt gegeiert. Dementsprechend musste ich so ziemlich alle Kills wirklich direkt machen. Das heißt, ich bin unten rumgelaufen ohne Streak und musste die Kills machen. Das heißt, ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 20 oder, nee, 20 Kills nicht, aber sagen wir mal so 17, 18 Kills mit der Waffe gemacht und das auf Estate auch noch und das Ganze dann noch in Team Deathmatch. Auf jeden Fall fand ich das Gameplay recht cool und ja, wie ihr seht, will ich jetzt die Nuke with Every MP and Assault Rifle auf jeden Fall durchziehen. Und ja, ich habe jetzt schon einiges erspielt. Also ich habe mit der TAR 29 schon erspielt, mit der Farmers habt ihr letztens gesehen, das ist eine 115 Sekunden Nuke gewesen. Dann mit der ACR habe ich auch, mit UMP, M4A1 ist jetzt dran und jetzt demnächst kommen halt die mehr oder weniger, naja, sagen wir mal so, nicht alltäglichen Waffen, wie zum Beispiel mit FAL werde ich versuchen, mit P90 und so weiter. P90 sind in MW3 übrigens auch voll overpowered, wohingegen sie in MW2 irgendwie fast niemand spielt, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich versuchen, mit diesen geilen Waffen auch mal was zu reißen. Ich finde eigentlich, in MW2 kann man wirklich mit jeder Waffe was spielen. Also MW2 ist in dieser Hinsicht wirklich gut gebalanced. Was natürlich nicht gut gebalanced ist, ist, dass die Tubes so richtig overpowered sind. Aber egal, auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass diese fast schon non-lethal Nuke euch gefallen hat. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen, deswegen kommentiere ich das nicht ganz zu Ende. Ich denke, jetzt gerade ist wieder so eine Phase, wo der eine oder andere erkältet bzw. krank ist. Könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Hier die Szene mit dem Sniper war auf jeden Fall auch ein kritischer Hase. Und ich würde sagen, wenn euch das ganze Video gefallen hat, ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen oben da. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video doch einfach einen Daumen nach oben da. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Und falls euch das Video gefallen hat, ne, ihr könnt den Satz, glaube ich, selber beenden. Auf jeden Fall, ich bringe jetzt täglich Videos. Demnächst werden auch einige Duels noch kommen. Hier krüppel ich mir gerade irgendwie so die letzten Kills. Und ja, das Ganze in Team Deathmatch war ich irgendwie schon ein bisschen überrascht, dass ich da noch einen Nuke gemacht habe, nachdem mein Chopper irgendwie nur 3-2 Kills gemacht hat. Aber ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, auf jeden Fall. Und ja, bewerten für mehr MW2. Ansonsten kommen in den nächsten Tagen auf jeden Fall nochmal krasse Gameplays, Double DNAs, Double Mobs, Assault Mobs und so weiter und so fort. Auch Gameplays von mir, wie das hier. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Ciao, habt ein schönes Wochenende.